Mein Name ist Carsten Rust und ich bin einer der Pressesprecher der Polizei Köln. Wir sind hier in Köln-Vorgesang in der Vitalisstraße vor dem Eurosaal. Was ist hier passiert? Was hat die Polizei für Maßnahmen gefahren? Gegen 18 Uhr sind mehrere Anrufe in der Leitstelle der Polizei Köln eingegangen, dass es hier auf einer Feierlichkeit im Eurosaal in der Vitalisstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung sind drei männliche Personen schwer verletzt worden und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Vor Ort war es so, dass die ersten eingesetzten Kräfte, die Kollegen, diese drei verletzten Personen auf der Straße vorgefunden haben und erstmal versorgt haben, bis der Rettungsdienst vor Ort herangeführt werden konnte und letztendlich die Versorgung der Verletzten übernahm. Drei männliche Personen sind vom Tatort geflüchtet nach bisherigen Erkenntnissen. Nach diesen Personen läuft derzeit die Fahndung. Wir haben eine Mordkommission eingerichtet, die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Hier sind die Spuren vor Ort gesichert worden und derzeit werden noch Zeugen befragt.